Walters neue Liebe ist schon wieder am Ende. Ich glaube, dass Reta Bindungsängste hat. Dirk sagt nochmal ganz klar, was er auf jeden Fall braucht. Gelohnt hat es sich dann, wenn ich eine flachgelegt habe. Und Dennis bricht zu ganz neuen Ufern auf, das arme Land. Das alles und noch einiges mehr gibt's in einer wundervollen neuen Klassikerfolge von Traumfrau gesucht. Dem Format, von dem ich mir gestern zwei Folgen hintereinander angeguckt habe und deswegen fast wahnsinnig geworden bin und es jetzt wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Die übliche Erinnerung, die ganzen Folgen findest du immer auf RTL Plus, immer einer der ersten Links der Videobeschreibung. Und wir gucken mal als erstes zu Walter, bei dem ist es ja in der letzten Folge richtig, richtig gut gelaufen. Man hat schon gemerkt, da ist mehr da und dass sie auch bereit zu mehr ist. Ja, allerdings musste Walter dann, bevor es wirklich zu mehr gekommen ist, erstmal wieder nach Hause. Und genau da beginnt diese wundervolle Folge dann. Die Bundeshauptstadt Berlin. Hier lebt Reisekaufmann Walter und schwelgt in Erinnerungen an seine letzte Rumänienreise. Oh, immer wenn ich dieses Haus sehe, stelle ich mir vor, wie es wohl wäre, wenn man Nachbar von Walter wäre. Wobei, eigentlich wahrscheinlich total langweilig, weil der ja nie zu Hause ist. Aber egal, heute schwelgt er jedenfalls in wundervollen Erinnerungen. Wir hatten Küsse im Sonnenuntergang. Ja, aber seitdem ist der Kontakt mit Reta irgendwie nicht mehr ganz so großartig und findet in erster Linie nur noch per SMS statt. Und zum einen bin ich erstaunt, dass Walter, glaube ich, der einzige Mensch ist, der es fast geschafft hat, Nokia kaputt zu kriegen. Und zum anderen klingt das ja erstmal eigentlich noch ganz gut. My dear, thank you for your support and you so good heart. Millions of kisses for us. Sehr schön. Ja, wirklich sehr schön. Und die beiden haben dann ja zusätzlich auch noch geplant, sich bald in Deutschland zu sehen. Aber Walter hat sich dann spontan entschieden, dass ihm das jetzt nicht mehr reicht. Er will das Rein- und Rausspiel, und zwar jetzt. Für mich fehlt diese große Begeisterung, die man gerade für eine junge Liebe braucht. Wenn nicht jetzt, ja wann denn dann bitte? Okay, Walter, euch trennen aber einfach mehrere tausend Kilometer. Die Frau muss arbeiten und hat im Moment nicht das Geld, nach Deutschland zu kommen. Das ist doch eigentlich alles etwas, was man überbrücken kann, oder nicht? Aber egal, für Walter ist auf jeden Fall nur Reta schuld. Ist ja klar. Ich glaube aber auch, dass Reta Bindungsängste hat, die von ihrem Unterbewusstsein sublimiert werden. Genau, und Walters Unterbewusstsein sublimiert ihn in erster Linie, dass er halt dringend das Rein- und Rausspiel braucht. Deswegen fährt er ab jetzt einfach zweigleisig mit Ansage. Wir wollen uns in 2 Monaten wiedersehen, weil sie erst dann mit dem Kind hierher kommen kann. Ich werde deshalb jetzt aber in der Zwischenzeit nicht die Augen zumachen, wenn mich andere Frauen anlachen. Genau, und deswegen trifft er eine für ihn große Entscheidung. Retas Bild kommt erst einmal zurück in seinen gelben Lieblings-Wix-Ordner und wird nur noch abends ganz kurz mal rausgeholt. Ist nicht so leicht alles. Oh Gott, manchmal habe ich einfach nur noch das Gefühl, mich vor Walter schützen zu wollen. Im Internet dann natürlich am besten mit einem möglichst sicheren VPN, so wie der von CyberGhost VPN, dem Sponsor des heutigen Videos. Der verbirgt nämlich eure IP-Adresse und lenkt alle Daten durch einen sicheren VPN-Tunnel. So richtig cool ist das Ganze dann allerdings für TV-Fans wie uns. Denn mit CyberGhost kann man auch Geoblocks umgehen und Serien bei über 40 Streaming-Diensten sehen. Was krass ist, weil ich kenne, glaube ich, eigentlich nur 5 oder so. Hier bei uns in Deutschland kann man auf dem Wege dann sogar die Formel 1 kostenlos gucken, und zwar beim österreichischen Sender ORF, der Leute ohne VPN einfach rausschmeißt. CyberGhost VPN hat also völlig zu Recht über 38 Millionen zufriedene Kunden und ein 5-Sterne-Rating bei Trustpilot. Dazu sind eure Daten wirklich komplett sicher, also nicht mal CyberGhost selbst weiß ganz genau, was ihr da eigentlich so anstellt. Und es gibt auch einen 24/7-Support in Deutsch, wenn doch mal irgendwas schieflaufen sollte. CyberGhost VPN gibt es außerdem auch noch auf allen gängigen Plattformen und kann auf bis zu 7 Geräten gleichzeitig benutzt werden, und die haben auch überhaupt kein Problem damit, wenn ihr das dann mit Freunden, Familie oder Bekannten shared. Eine ziemlich gute Variante, um sich ein kleines bisschen einzuschleimen. Auch du solltest dich definitiv um die Sicherheit deiner Daten kümmern, und deswegen habe ich heute auch wieder ein cooles Angebot mit 84% Rabatt für dich. Einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken und das Ganze gibt es dann für 1,94 €, und außerdem sind die ersten 4 Monate auch noch komplett gratis. Zudem habt ihr dann auch noch eine 45 Tage Geld Zurückgarantie. Es kann also absolut nichts schief gehen, und das Beste ist, ihr seid dann wirklich vor Walter geschützt. Aber gut, zu Walter kommen wir dann sowieso später nochmal, und wir gucken jetzt als erstes nochmal zu Dirk. Und der ist in dieser Folge übrigens in Warschau unterwegs, und was ich an ihm absolut großartig finde, ist, dass das immer irgendwie schafft, gleichzeitig einer Stadt ein Kompliment zu geben und sie auch irgendwie zu dissen. Ich bin
angenehm überrascht. Also ich habe mir Warschau nicht so schön vorgestellt. Ich finde, Warschau ist eine schöne Stadt. Eine schöne Stadt mit vielen hübschen Frauen. Und die erste schöne Frau, die er dann kennenlernt, ist seine neue Partnervermittlerin Anna. So richtig gut läuft es mit der aber wieder von Anfang an nicht. Ja. Freut mich. Ja, hallo Anna. Wir sagen ja du, ne? Anna würde ich als nett, sexy, aber ein bisschen blöd beschreiben. Alter, Dirk, ihr habt original erst einen einzigen Satz geredet. Wie zum Teufel willst du dann schon so ein Urteil über sie fällen? Da muss ich doch eher ihr zustimmen. Denn sie hat mit Dirk von Deutschland aus schon so einen Psychotest gemacht und ihn wirklich perfekt analysiert. Seine Körpersprache sagt uns, dass er sehr dominant ist, sehr selbstbewusst, eher narzisstisch. Narzisstisch? Dirk? Nee, da muss ich jetzt aber mal widersprechen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und Dirk, was sagst du eigentlich selbst dazu? Ich bin einfach ein toller Typ. Wichtig ist ich. Meine Devise, wichtig ist ich. Alles klar. Anna möchte dann erstmal diesen Persönlichkeitstest komplettieren. Und da gibt es unter anderem nochmal die Frage, wie kompromissbereit Dirk eigentlich einer Frau gegenüber ist. Und da zeigt sich nochmal sein ganzes frauenverachtendes Menschenbild. Also geändert wird nichts. Die Frau, ich sag das mal so, passt sich an. Und dann ist alles gut. Boah, ist das widerlich. Anna trägt es natürlich trotzdem brav und gewissenhaft in den Psychotest ein, bei dem Dirk übrigens eine Sache sehr stark bemängelt, denn das für ihn wichtigste Beziehungsthema spielt keine so große Rolle. Wo ist denn der Sex? Ganz unten. Ich denke, in Polen ist das genau umgekehrt. Genau, deswegen wird der Wert bei Sex natürlich auf den höchsten gestellt, damit das möglichst leicht hat. Und er macht dann auch nochmal deutlich, warum er jetzt eigentlich überhaupt in diesem Land und in dieser Stadt ist. Und ich frage mich übrigens die ganze Zeit, warum er beim Interview eigentlich ein leicht aufgeknöpftes Schlafanzug-Oberteil trägt. Das Ziel meines Aufenthaltes hier in Warschau ist ganz klar, eine flach zu legen, ist ja logisch, bin ja ein Mann, darum bin ich auch hier. Dann nehme ich auch die Strapazen der Anreise auf mich. Ach Dirk, ist aber auch sympathisch. Und dann sagt er doch noch was ganz, ganz Liebes über die Partnervermittlerin. Und ich muss es an dieser Stelle einfach nochmal wiederholen, obwohl ich schon ein paar Mal gesagt habe, Dirk ist, glaube ich, echt der ekelhafteste Typ, der da jemals mitgemacht hat. Anna geht vom Aussehen tendenziell in meine Richtung. Und ich habe ja auch schon gesagt, wenn sie mit Schrott andreht, dann muss sie einfach mit aufs Zimmer kommen. Nach Dirk brauche ich jetzt auf jeden Fall eine Pause. Aber kein Problem, denn es gibt auch noch wieder einen anderen Mann, der auch wieder mit dabei ist. Unser Experte in drei verschiedene Richtungen gleichzeitig zu gucken, nämlich Gottlob. Bratislava in der Slowakei. Hier hat Transportunternehmer Gottlob ein Date mit Slowakin Miluže, die ihm auf dem Bild so gar nicht gefallen hat. Trotzdem hat sich Gottlob, und das ist ja im Vergleich zu Dirk tatsächlich mal was Positives, dann doch noch entschieden, sie zu treffen. Und das hat sich für ihn, glaube ich, auch schon gelohnt. Denn dem werden ja sowieso irgendwie immer nur irgendwelche Models vorgestellt. Als die Miluže um die Ecke kam, war ich wirklich sprachlos, weil dann dachte ich mir, boah, was eine Frau, da kam dann wirklich jemand auf mich zu, wo ich dann gedacht habe, okay. Das Gute ist aber, Miluže hat genau den gleichen Eindruck von ihm auch, denn sie hat natürlich auch ein paar Bilder von ihm zugeschickt bekommen und naja, die hat sie auch gleich lieber umgedreht ins Klo geworfen, damit sie sie nie wieder sehen muss. Für mich ist auch Überraschung besser. Sie sehen auch besser. Na gut, aber das sind ja echt gute Voraussetzungen und übrigens kann die Dame, wie man eben schon gemerkt hat, ja auch richtig gut Deutsch sprechen. Also könnte man jetzt ja eine super Unterhaltung führen. Außer man ist Gottlob. Jetzt bin ich fast ein bisschen sprachlos. Und auch sonst passiert zwischen den beiden dann kommunikationstechnisch wirklich absolut nichts mehr in diesem Date, bis es dann auch schon wieder vorbei ist. Und dann findet Gottlob seine Sprache doch noch wieder, denn Werbung für sich selber machen, das ist ihm dann doch ziemlich wichtig. Das ist meine Visitekarte, da steht mein Name drauf und Facebook, meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, mein Name. Aus irgendwelchen Gründen, ich bin ehrlich, keine Ahnung, ich glaube, die Frau wurde dafür bezahlt. Findet sie das dann so toll, dass sie einem weiteren Date zustimmt? Okay, ich meine, ich gönn's den beiden ja, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig. Gottlob und Miluže wollen sich wiedersehen. Hat Partnervermittlerin Renata diesmal ins Schwarze getroffen? Das wäre natürlich toll. Und wem ich auch ehrlich gesagt immer noch ein bisschen Glück wünschen würde, ist Elvis. Und auch der ist übrigens dieses Mal in Warschau. Denn sein letzter Ausflug war ja nicht ganz so erfolgreich. Bulgarien war eine Achterbahn der Emotionen, der Gefühle. Leider ohne Happy Ends. Naja, aber kein Problem, denn er hat sich, wie gesagt, auch für Warschau entschieden. Und das aus einem sehr, sehr nachvollziehbaren Grund. Er interessiert sich nämlich sehr für die Kultur des Landes und die Frauen dort. Natürlich nicht. Der Hauptgrund?
die kurze Anreise. Doch auch die Polinnen gefallen dem 29-Jährigen auf Anhieb. Genau, und deswegen verschwendet Elvis wie üblich auch überhaupt keine Zeit, sich direkt ein paar polnische Körbe abzuholen. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es im Guinness-Buch der Rekorde eigentlich einen Abschnitt für Abfuhren gibt. Wenn ja, müsste da eigentlich Elvis stehen. My name is Elvis. I arrive now from Germany. It's my first day here in Poland. And I look for a beautiful woman like you to meet. Would you like to go to eat with me? Wenig später kommt auch Elvis bei seiner Partnervermittlerin an und Überraschung, das ist natürlich auch Anna und da ist ja auch immer noch Dirk. Darüber hat sich Elvis auch sehr gefreut. Ja, ich fand's halt ein bisschen scheiße, ich komme da rein, da ist schon einer so, eigentlich dachte ich so, hier, jetzt wird erstmal unter vier Augen geredet so. Und obwohl Elvis Dirk dann richtig scheiße findet, mag Dirk dann immerhin Elvis. Ehrlich gesagt, von dem, was er sagt, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Also Elvis finde ich sehr sympathisch, ist ein cooler Typ. Ja, er war in Ordnung. Auch Elvis hat dann übrigens diesen komischen Psychotest gemacht, bei dem unter anderem rauskam, dass er eine gewisse Neigung zum Chaos hat. Aus seiner Sicht ist das aber gar kein Problem, denn wozu hat der liebe Gott die Frau geschaffen? Hallo, Weltbild von 1703. Ich sehe, dass du ein bisschen unordentlich bist. Und normal, ne? Normal. Und was denkst du, solltest du eine ordentliche Frau? Ja, die Frau sollte dann sauber machen. Und auch ansonsten sind Elvis Angaben in diesem Test, sagen wir mal, ein kleines bisschen merkwürdig und ein bisschen schwierig. Aber Anna möchte ihn wohl offensichtlich unbedingt unter die Haube bekommen. Und warum trägt die eigentlich Eiswürfel als Ohranhänger? Ich habe schon einen Date-Vorschlag für dich. Dazu kommen wir aber gleich erst, denn wir müssen ja erstmal wieder zu Walter schauen. Der ist zwar leider immer noch in Berlin, aber er hat sich jetzt endgültig von seiner Reta für immer verabschiedet, auch wenn er sie vor ungefähr 7 Minuten ja immerhin noch ein bisschen geliebt hat. Jetzt wird Nägel mit Köpfen gemacht. Ich will nicht auf morgen oder übermorgen warten, bis jemand bereit ist, mit mir eine Beziehung zu führen, so wie ich sie mir vorstelle, sondern ich will heute leben. Genau, und eine Beziehung führen heißt bei Walter nun mal in erster Linie endlich mal die Kondome voll zu machen. Allerdings ist er dann von seinem neuen Partnervermittler nicht ganz so überzeugt, denn der ist ein Mann. Etwas, was man von Walter ja nun wirklich nicht behaupten kann. Weil normalerweise Männer im Gefühlsbereich nicht so weitläufig ausgelegt sind. Ich bin da eine große Ausnahme. Ob Walter jetzt emotional weit ausgelegt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ganz kurz danach ist ihm der Partnervermittler doch sehr sympathisch, denn der macht ihm ziemlich große Hoffnung auf das, was sich Walter ja sowieso schon immer gewünscht hat. Ja, also 50-jähriger Mann, der kann durchaus eine 28-jährige Frau. Ja? Ja, natürlich. Davon ist Walter dann schon mal sehr überzeugt. Und als er dann auch noch hört, dass der Partnervermittler es toll findet, wenn Walter immer seine bescheuerten Walter-Surprise-Tüten rumschleppt, hatte ich sogar kurz den Eindruck, es knistert jetzt zwischen den beiden. Und ja, ich finde, jede Frau möchte gern beschenkt werden. Ja. Das finde ich klasse. Ja. Das machen die heutzutage nicht mehr, die Männer. Danke sehr. Danke sehr, ja. Und dann wird's noch besser, denn der Typ hat auch so Ordner mit Bildern drauf, wo Walter dann wieder seine weißen Flecken drauf machen kann. Und er guckt sich natürlich gleich mal die Bilder an, die 7 Preisklassen über ihm liegen. Mein lieber Herr Gesangverein hier. Und dann wird's noch besser, Walter darf die Bilder nämlich auch noch mit nach Hause nehmen. Und ich sag's jetzt nicht nochmal, weil wir, glaube ich, alle wissen, was jetzt damit passieren wird. Also diese Bilder von diesen fantastischen Frauen, dieser Mann mit dieser reifen Lebenserfahrung, also ganz toll. Bin total happy. Bei Dirk hat Anna übrigens dann auch schon das erste Date organisiert und ich finde eigentlich, die Frau sieht durchaus sehr sympathisch aus. Dirk sieht das natürlich wieder völlig anders. Da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Ich dachte, oh Gott, möge dieser Kelch an mir vorübergehen. Ist er aber nicht. Mann, Dirk, du musst die Frau halt auch erstmal kennenlernen. Und sie hat übrigens auch einen Namen, sie heißt nämlich Joanna. Also versuch doch jetzt bitte mal irgendwas Nettes über sie zu sagen. Joanna, die lahme Ente, war nichts für mich, aber hatte eine lange Anreise. Und da hat mein Anstand mir eigentlich geboten zu sagen, jetzt gehen wir noch was essen. Okay, und ich war auch schon mal in Warschau. Und wenn ich was Positives in Erinnerung habe, dann ist es auf jeden Fall das Essen. Das hat mir nämlich damals richtig gut geschmeckt. Dirk findet es natürlich aber auch wieder scheiße. Essen ist scheiße. Sehr deftig, die polnische Küche hier. Boah. Ja, blöd. Dann muss Dirk sich jetzt auch noch tatsächlich mit dieser Joanna unterhalten, die übrigens richtig gut Deutsch spricht. Schade für sie, weil dadurch versteht sie dann auch ziemlich gut, was Dirk sich für eine Frau wünscht. Ne, schönes Aussehen, knackige Figur. Und das ist alles für dich? Das ist das Wichtigste.
Und außerdem sagt Dirk dann auch noch, dass er von einer möglichen polnischen Frau natürlich erwartet, dass sie spätestens innerhalb von 3 Monaten perfekt Deutsch gelernt hat, während er selbst absolut nichts dafür tun möchte. Manchmal habe ich einfach wirklich das Bedürfnis, diese Leute ausfindig zu machen, da hinzufahren und ihnen auf die Türklingel zu spucken. Polnisch lernen in 3 Monaten? Nein. In zwei Jahre oder? Nein. Auch nicht. Mhm. Ich bin der Mann. Die Frau muss sich dem Mann anpassen. Boah, ich glaube, Dirk ertrage ich erstmal wieder nicht mehr. Und wir gucken wieder zu Gottlob, der übrigens tatsächlich die Frau von vorhin dann noch zu einem weiteren Date trifft. Und erschreckenderweise kommt sie auch noch. Hallo. Hallo. So schnell sehen wir uns wieder, ne? Ja, wie geht's dir? Ja, gut. Ja. Und diesmal gehen die beiden dann nicht nur zusammen in der Bar und feiern ein bisschen. Nein, sie sprechen auch sogar. Nur leider hat Gottlob diesmal ein kurzärmeliges Hemd angezogen und da ist was ganz, ganz Schreckliches zu sehen. Magst du das? Ich mag das nicht. Hast du noch eine, ne? Ganz viele. Okay, und ich muss auch zugeben, dass ich Gottlobs Tätowierungen jetzt nicht so toll finde, einfach weil sie, glaube ich, nicht so wirklich gut gestochen sind. Aber naja, egal. Für sie ist das aber auf jeden Fall ein ziemlich großes Problem. Und ich weiß übrigens gar nicht, ob das in Osteuropa heute auch immer noch so ist, weil Tätowierungen sind ja zumindest hier in Deutschland wirklich das Normalste von der Welt. Auch wenn ich gar keine habe, leider. Bei uns in der Slowakei und auch in Tschechien werden Tätowierungen sehr häufig im Gefängnis gemacht. Dass Gottlob die Frau dann aber wirklich mögen muss, das merkt man daran, dass er diese Kritik sogar tatsächlich nicht nur erträgt, sondern sogar was Positives daran findet. Das wird hier noch eine echte Love Story. Ich habe das trotzdem positiv aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, ja, die sagt wenigstens, was sie denkt. Und auch trotz der Tätowierung findet sie ihn auch immer noch ganz okay. Boah, stellt euch mal vor, wenn wir es wirklich schaffen würden, Gottlob unter die Haube zu kriegen, dann müssen wir ihn ja nie wieder sehen. Ja, ich kann mir vorstellen, mit Gottlob weiter in Kontakt zu bleiben, weil wir uns gut verstehen. Wer in dieser Folge ja bisher noch gefehlt hat, das ist übrigens Dennis. Und das hat einen bestimmten Grund, denn der hatte eine sehr lange Anreise zu seinem nächsten Bumsversuch. Und dazu hat er sich eins der vielleicht schönsten Länder des Planeten ausgesucht. Brasilianische Frauen, das Temperament, das ist Erotik, einfach die pure Weiblichkeit, ja? Ja, und die pure Weiblichkeit bekommt mit Dennis dann so gesehen die pure Männlichkeit. Kaum, dass er angekommen ist, singt er auch schon vor Glück. Brasil! Da trifft er dann übrigens interessanterweise den deutschen Partnervermittler, der vorhin noch bei Walter in Berlin war und findet ihn gleich richtig, richtig toll, weil ich glaube, ein bisschen beschreibt sich Dennis da selbst in 25 Jahren. Ja, der Roland ist so ein bisschen wie aus den 70ern hergeblieben. Das kommt mir vor wie so ein kleiner Gangster, so aus Miami Vice mit seinen goldenen Uhren und mit der goldenen Brille. Aber ein lieber Jung. Und auch Dennis darf dann durch diesen wundervollen Ordner blättern. Ich frage mich, ob von Walters Besuch immer noch einige der Seiten eigentlich zusammenkleben. Ja, ich suche ja eine reife Frau. Also wenn die so um 30 sind, dann sind die auch noch lecker. Ja, dann schmecken die auch noch gut. Und leider ist der Partnervermittler dann so unvernünftig und fragt Dennis nochmal, wie er dann eigentlich plant, mit einer Frau zu flirten. Und da hat dieser ja, sagen wir mal, relativ spezielle Vorstellungen. Das muss halt wie so ein Berg sein, den man besteigt, gell? Ja, das ist halt, ne, wir stellen vor, wir bringen sie zusammen. Und aber ich schlocke ein. Flirten. Super, und ich freue mich auch immer wieder, Dennis tolles Lachen zu hören. Ich glaube, Roland geht's ganz genauso. Und interessanterweise gelingt es dem auch schon nach 4 Minuten, Dennis einfach perfekt einzuschätzen. Also mein erster Eindruck von Dennis ist, dass er gar nicht ernsthaft eine Partnerin sucht, sondern nur ein bisschen Spaß haben will. Dennis ist das aber völlig egal, der freut sich jetzt schon auf seine Dates und verlässt das Hotel deswegen genauso, wie er reingekommen ist. Auf eine Art und Weise, die mir wieder diesen unangenehmen Schauer gibt. Auch Elvis hat dann in der Zwischenzeit übrigens sein erstes Date und Anna hat eine Frau für ihn ausgesucht, die nach diesem Psychotest perfekt zu ihm passen müsste. Wir wissen aber, glaube ich, jetzt schon, wenn wir die gleich sehen, wie es enden wird. Elvis, das ist Ola. Ola, hi, Elvis. Nice to meet you. Gut, und ich möchte das jetzt gar nicht großartig bewerten, aber sagen wir mal so, Elvis gefällt Olas Optik jetzt nicht so sehr. Insbesondere ihr Gewicht, obwohl er mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr wiegt. Wir sind ja irgendwie 2 Tonnen und das passt ja sexuell allein schon gar nicht mehr, weil das ja auch technisch gar nicht möglich ist. Naja gut, Elvis, aber weißt du, Gewicht ist etwas Veränderliches, Charakter etwas Beständiges und an ersterem könntet ihr ja vielleicht auch beide arbeiten. Dann hat sie erzählt, ja, irgendwie macht sie auch Diät. Ja, perfekt, eine Diät. Und deswegen bestellt Elvis auch wirklich das diätischste Essen, das die da haben. Schätzungsweise sind dafür 4 Bauernhöfe und 3 Tiertransporter gestorben. Oh, was ist das? Oh, ja, hier, ja.
Gesprochen wurde dann übrigens zwischen den beiden natürlich absolut überhaupt nicht, damit Elvis der Frau jetzt auch keine Hoffnung macht, ist ja klar. Genossen hat das trotzdem irgendwie. Bier war gut, Essen war gut und das war das einzig Gute am Date eigentlich. Und für Elvis ist das sowieso kein Problem, denn er trifft sich dann einfach nochmal abends mit Dirk, um das Nachtleben ein bisschen unsicher zu machen und enthüllt diesem auch erstmal, was er nun wirklich sucht. Woran stehst du denn so, Elvis? Das wollte ich auch mal wissen. Jüngere als ich zumindest, weil ich selber noch im Geiste ziemlich jung bin. Tja, und wie durch ein Wunder sieht Elvis dann tatsächlich wenig später seine Traumfrau an einem anderen Tisch sitzen und versucht deswegen mit Gestiken auf sich aufmerksam zu machen. Und wir können ja gleich mal zusammen versuchen, die dann zu übersetzen. Flirtprofi Elvis gibt alles. Okay, was könnte das denn bedeuten? Also ich habe einen kardiologischen Notfall und bekomme keine Luft mehr. Bitte rettet mich. Und selbst wenn es was anderes bedeutet haben sollte, hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Verdammt! Just in dem Moment, als wir rübergehen, stehen die auf und hauen ab. Schade. Echt schade. Ach, aber Elvis ist da ja nicht so. Der schüttet sich wieder mit Wodka Energy zu und spricht einfach noch mehr Frauen an und wird dabei fast von deren Freunden verprügelt. Hi, I'm drunken, but I'm sexy. Wenn man damit tanzt, ist man eigentlich gern gesehen. Wenn man sie aber anfasst, dann eher weniger. Auch Dirk, der ja heute irgendwie ein Pflaumen-Cosplay trägt, versucht dann übrigens noch ein bisschen sein Glück. Ähnlich erfolgreich wie die Regierung beim Bekämpfen der Inflation. Dance a little bit, okay? It's okay? Only dance, no drinks, only dance. Mist, ich glaube, jetzt kann nur noch einer diese Folge retten, nämlich Dennis, der immer noch in Brasilien unterwegs ist. Und sein erstes Date ist an der Copacabana. Ich bin ja ganz nervös, jetzt geht es hier an die Copacabana und ich freue mich schon, die ganzen Damen am String-Tanga da rumspringen zu sehen. Blöderweise trägt Dennis Date dann allerdings gar nicht nur einen String-Tanga, sondern auch noch ganz andere Klamotten und heißt mit dem Vornamen so wie mein Lieblings-Benjamin-Blümchen-Charakter. Posso apresentar o seu Dennis? Hi. Dennis. Hi. How are you? Das ist die Carla. Carla. Carla heißt die Dame. Oh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde Carla Kolumna definitiv ziemlich attraktiv. Dennis natürlich wieder nicht. Und das ist jetzt kein Scherz, er ist wirklich beleidigt, dass die keinen String-Tanga trägt. Also ein bisschen war schon enttäuscht, gell? Weil gerade so das Erste ist immer so der Eisbrecher und man sitzt irgendwie hier so 13 Stunden im Flugzeug drin. Dann macht Dennis es noch schlimmer, er macht nämlich wieder mal anzügliche Kommentare. Aber glücklicherweise hat er seinen Partnervermittler und der übersetzt das dann einfach ganz anders und viel freundlicher. Aber so richtig was bringt du das auch nicht. Zwar die Hufen können jetzt ein bisschen größer sein, aber das... Ja, sie sind sehr gut proportionate. Dennis bleibt aber einfach immer noch Springtanga geschädigt und enttäuscht. Er als Löwe hat sich einfach eine andere Antilope gewünscht. Wenn ich jetzt ein Tiger wäre, dann müsste ich schon die Beute riechen. Aber es ist jetzt neben mir, aber ich rieche die Beute. Das weiß er schon mal. Naja. Ach verdammt. Und damit geht diese Folge dann wieder einmal sehr, sehr traurig zu Ende. Aber wenigstens lernen wir noch ein kleines bisschen Portugiesisch. Und ich hoffe, die sprechen jetzt in Brasilien auch Portugiesisch. Ich bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher und es wäre peinlich, wenn nicht. Was heißt denn Tschüss auf Brasilianisch? Ciao. Ah ja, das kennen wir. Até logo. Até logo. Até logo. Até logo. Ja, dann tschüss und Atologo. Ich hoffe, das Video hat dir mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir. Dann würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen nach oben gibst. Und dann natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön an CyberGhost VPN. Denn ohne die und das Sponsoring wäre dieses Video gar nicht möglich gewesen. Und dementsprechend solltest du jetzt auch nicht vergessen, dir den besonderen Rabatt bei CyberGhost VPN zu sichern. Denn so bist du überall im Web geschützt und kommst an geblockten Content. Und das Ganze nur für 1,94 € im Monat. Komplett ohne Risiko, also jetzt unbedingt auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Aber streng genommen musst du das doch jetzt sowieso wieder tun. Denn sonst landest auch du bald in Walters wundervollem Ordner.